Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie man einen Betriebsdatenträger im Windows-Betriebssystem öffnet. Wie kann man von Windows auf den Dateien auf einen Betriebsdatenträger zugreifen? Mit der ständigen Entwicklung der Technologie sind viele Benutzer mit der Notwendigkeit konfrontiert, Daten zwischen verschiedenen Betriebssystemen und Datensystemen auszutauschen. Diesem Zusammenhang ist eine der am meisten geforderten Aufgaben der Zugriff auf einen Datenträger mit Betriebsdatensystem im Windows-Betriebssystem. Betriebs ist aufgrund seiner vorschriftlichen Funktionen eine beliebte Wahl für die Datenspeicherung unter Linux und anderen ähnlichen Plattformen. In Windows gibt es standardmäßig keine Unterstützung für das Lesen oder Schreiben von Daten auf Datenträger mit dem Betriebsdatensystem. Es gibt jedoch eine Reihe spezialisierter Programme, die es Benutzern ermöglichen, auf Betriebsdaten unter diesem Betriebssystem zuzugreifen. In diesem Video sehen wir uns die besten Programme zum Lesen eines Betriebslaufwerks unter Windows an und erfahren, wie Sie den Datentausch zwischen Linux und Windows erleichtern können. Sie erfahren, wie Sie Dateien von Betriebslaufwerken unter Windows problemlos lesen und kopieren können und welche Programme maximale Kompatibilität mit diesem Betriebssystem bieten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wahl des richtigen Programms viele Aufgaben im Zusammenhang mit der Datenträgung, Verwaltung und Sicherheit vereinfachen kann. Betriebs ist ein modernes und sich weiter entwickelndes Datensystem, das für Linux-Betriebssysteme entwickelt wurde. Es unterscheidet sich von vielen anderen Datensystemen durch seine fortschrittlichen Funktionen und seinen innovativen Ansatz bei der Datenspeicherung. Eines der Hauptmerkmale von Betriebs ist die Verwendung einer Bauchdatenstruktur zur Organisation von Informationen auf der Festplatte. Betriebs bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel Kontrolle der Dateiintegrität. Betriebs verwendet Dateiintegritätsprüfungen und Kopierprüfungen, um Informationen sicher zu halten, was es für die Speicherung wichtiger Dateien zuverlässig macht. Unterstützung von Schnappschützen. Benutzer können Schnappschützen des Dateisystems erstellen, wodurch die Möglichkeit besteht, Daten in einen früheren Zustand wiederherzustellen. Klonen und Komprimierung. Betriebs ermöglicht die Erstellung geklonter Kopien von Dateien und Unterstützung, die Dateienkomplizierung, die Speicherplatz spart. RAID-Unterstützung. Betriebs unterstützt RAID-Arrays, die Datensicherheit und Fehlertoleranz bieten. Speicherplatzverwaltung. Das Dateisystem verwaltet den Speicherplatz automatisch und befreit ihn von unnötigen Daten. Dieses Dateisystem ist aufgrund seiner Funktionen und Zuverlässigkeit zu einer beliebten Wahl für die Speicherung von Daten auf Linux-Servern und Desktops geworden. Kommen wir nun zu den Programmen, die Ihnen beim Lesen eines Datenträgers mit Betriebsdatensystem im Windows-Betriebssystem helfen werden. Das erste Programm ist Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery ist eine leistungsstarke und funktionsreiche Datenträgersoftware für die Wiederherstellung von Daten und die Arbeit mit verschiedenen Dateisystemen, einschließlich Betriebs, und ermöglicht es Windows-Benutzern, verlorene Dateien einfach und sicher wiederherzustellen, Datenträger und Partitionen neu zu erstellen und andere Dateioperationen durchzuführen. Hetman RAID Recovery verfügt trotz seiner primären Datenrettungsfunktionen auch über die Möglichkeit, Datenträger mit dem Betriebs-Dateisystem zu lesen. Das bedeutet, dass Sie das Programm verwenden können und auf Daten auf Betriebs formatierenden Datenträger zugreifen und deren Inhalt einzusehen. Diese Art von Fähigkeit macht Hetman RAID Recovery zu einem vielseitigen Tool, das in einer Vielzahl von Situationen nützlich sein kann. Sie können dieses Programm verwenden, um den Inhalt von Betriebsdatenträgern ansehen. Sie können Dateien und Ordner auf Datenträger mit Betriebsdateisystemen öffnen und ansehen, was nützlich ist, wenn Sie nur auf die Daten auf einem solchen Datenträger zugreifen müssen. Kopieren von Dateien. Hetman RAID Recovery ermöglicht es Ihnen, Dateien von Betriebsdisk auf andere Speichermedien zu kopieren, was nützlich ist, wenn Sie Ihre Daten sichern müssen. Dateivorschau. Die Software bietet die Möglichkeit, Dateien vor dem Kopieren in der Vorschau anzuzeigen, was Ihnen hilft, nur die benötigten Daten auszuwählen. Erstellung von Disk Image. Sie können Betriebs Disk Image erstellen und diese auf Ihren Festplatte speichern, um die Sicherheit und das Backup zu erhöhen. So ist Hetman RAID Recovery ein nützliches Tool für die Arbeit mit Datenträgern, die im Betriebsdatensystem formatiert sind, und bietet Zugang zu den Daten auf diesen Datenträgern.
Hetman Red Recovery ist ein multifunktionales Tool zur Wiederherstellung von Daten von BTS-Datenträgern in Windows und Schutz ihrer Dateien und Informationen. Dank seinen Funktionen können Sie verlorene Dateien einfach und effizient wiederherstellen und andere Operationen mit Daten auf BTS-Datenträgern durchführen. Das nächste Programm in dieser Liste ist Linux File System for Windows. Linux File System for Windows ist eine Softwarelösung, die für die Unterstützung des BTS-Dateisystems im Windows-Betriebssystem entwickelt wurde. Dieses Programm ermöglicht den Zugriff auf Festplatten-Dateien auf Systemebene und fungiert im Wesentlichen als Treiber, der es Ihnen ermöglicht, mit BTS-Festplatten zu integrieren, Daten zu lesen und zu schreiben, eine Reihe anderer Operationen durchzuführen. Hier sind einige der wichtigen Funktionen und Vorteile von Linux File System von Windows. Vollständige BTS-Unterstützung. Das Programm bietet vollen Zugriff auf Daten auf BTS-Festplatten, einschließlich des Lesens und Schreibens von Dateien, sowie die Möglichkeit, neue Dateien und Ordner zu erstellen. Die Integration in Windows. Linux File System for Windows integriert sich direkt in das Windows-Betriebssystem, sodass Sie mit BTS-Datenträger auf dieselbe Weise arbeiten können wie mit anderen Dateisystemen. Unterstützung von Snapshots. Benutzer können Snapshots des BTS-Dateisystems erstellen, um so Daten in früheren Versionen wiederherzustellen. Benutzerfreundlichkeit. Die Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Arbeit mit BTS-Datenträgern einfach und bequem macht. Kompatibilität und Leistung. Linux File System for Windows bietet eine hohe Kompatibilität mit verschiedenen Windows-Versionen und eine vorhandene Leistung beim Lesen und Schreiben von Daten. Dateisicherheit. Die Software bietet sicheres Lesen und Schreiben von Daten auf BTS-Datenträgern, wobei die Integrität der Informationen gewährt bleibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Linux File System for Windows eine zuverlässige und bequeme Lösung für Windows-Benutzer ist, die mit BTS-Datenträgern arbeiten. Es maximiert die Datenverwaltung und gewährleistet die Informationssicherheit bei der Interaktion mit diesem modernen Dateisystem. Der nächste Punkt auf der Liste ist das Programm WinBTS. WinBTS ist ein BTS-Dateisystem-Treiber für das Windows-Betriebssystem, der die Möglichkeit bietet, WinBTS-Datenträger zu integrieren, Daten zu lesen und zu schreiben, um eine Reihe anderer Operationen durchzuführen. Sie können diesen Treiber von GitHub herunterladen. Um ihn zu installieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Inf-Datei und wählen Sie hier Installieren. Nach der Installation müssen Sie Ihr System neu starten. Danach wird das BTS-Laufwerk im Explorer angezeigt. Hier ist ein detaillierter Überblick über WinBTS und seine wichtigen Funktionen. Volle BTS-Unterstützung bietet volle Unterstützung für das BTS-Dateisystem, anschließend des Lesens und Schreibens von Dateien sowie der Möglichkeit, neue Dateien und Verzeichnisse auf einem BTS-Laufwerk zu erstellen. Die Windows-Integration. Der Treiber integriert sich in das Windows-Betriebssystem und bietet die Möglichkeit, mit BTS-Datenträgern auf die gleiche Weise zu arbeiten wie mit anderen Dateisystemen über den Explorer und andere Standard-Windows-Tools. Hohe Kompatibilität und Leistung. WinBTS ist mit verschiedenen Versionen von Windows kompatibel und bietet eine hohe Leistung beim Lesen und Schreiben von Daten. Bei Datensicherheit, WinBTS bietet eine sichere Interaktion mit Daten auf BTS-Datenträgern, was für die Wahrung der Integrität von Informationen wichtig ist. Open Source. WinBTS ist ein Open Source Projekt, das bedeutet, dass der Code für jeden, der ihn nutzen möchte, verfügbar und erweiterbar ist. WinBTS ist ein leistungsfähiger Windows-Treiber mit vollständiger Dateisystemunterstützung und einer Reihe von Zusatzfunktionen. Dieser Treiber ist auch in der Lage, einen RAID-Verbund zu öffnen. Das Dienstprogramm kombiniert die Datenträger, auf denen ein BTS-RAID erstellt wurde, und zeigt sie im Explorer als reguläre physische Datenträger an, auf denen Daten gespeichert sind. Paragon ist nicht in der Lage, Informationen von den Laufwerken zu lesen, auf denen das RAID erstellt wurde. Es zeigt das Laufwerk im Explorer an, aber wenn wir uns das Volumen ansehen, sehen wir, dass es nicht unser RAID-Array ist. Das Programm unterstützt nicht das Lesen von BTS-Laufwerken, von denen das RAID-Array erstellt wurde.
Und wenn Sie Daten von einem zerstörten Betreuungsgerät wiederherstellen müssen, verwenden Sie Hetman Thread Recovery. Hetman Thread Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Level und Dateisysteme. Das Programm zeigt die Laufwerke, aus denen das RAID besteht, als separate Geräte an. Wenn Sie jedoch eines der Laufwerke öffnen, sehen Sie alle Informationen, die auf dem Disk Array gespeichert waren, in ihrer Gesamtheit. Das Diskprogramm kann als Betreuungsdatenträger-Leser fungieren. Es setzt ein zerstörtes Array automatisch wieder zusammen, selbst wenn eines der Laufwerke ausfällt, und hilft Ihnen, versehentlich gelöschte Dateien wiederherzustellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Datenträger zu scannen und die gewünschten Dateien auf einem anderen Laufwerk zu speichern. Eine andere Lösung zum Lesen von BTRS-Datenträger kann ein bootfähiges Flash-Laufwerk mit Linux-Betriebssystem sein. Die Ausführung eines Live-Linux-Systems von einem USB-Stick auf Ihrem Windows-Computer kann einer der einfachsten Wege sein, um auf die BTRS-Disk zu greifen und sie zu lesen und zu beschreiben. Aber dann können Sie die Informationen nicht direkt auf Ihren Windows-Computer kopieren. Wir haben uns also mehrere Programme angesehen, die Ihnen helfen, einen BTRS-Datenträger unter Windows zu lesen. Einige von ihnen unterscheiden sich durch ihren Funktionsumfang und ihre Vielseitigkeit, andere durch ihre Benutzerfreundlichkeit. Die Wahl des richtigen Tools hängt nur von Ihnen ab. Beachten Sie, dass die Arbeit mit dem BTRS-Dateisystem unter Windows eingeschränkt sein kann und dass nicht alle BTRS-Funktionen von diesem Lösungen verständlich unterstützt werden. Und denken Sie daran, dass die Arbeit mit Datenträgern und Dateien, die in einem anderen Dateisystem formatiert sind, gefährlich sein kann. Bevor Sie Programme oder Treiber von Drittanbietern zum Lesen eines BTRS-Datenträgers in Windows verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein Backup haben. Falsche Aktionen oder Systemfehler, zu denen ein Treiber eines Drittanbieters führen kann, können den Verlust wichtiger Daten verursachen. Außerdem ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Sicherungskopien Ihren Daten erstellen und bei der Arbeit mit Datenträgern und Dateisystemen vorsichtig sind. Es gibt noch eine Reihe weiterer ähnlicher Programme, das Video-Welt, die bewerten und beliebt sind aus. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.